Guten Morgen, Leute. Willkommen zu The Jumping Onigiri. Ihr seht es vielleicht schon, Reisbällchen mit diesen, oder eher gesagt, ich glaube, das ist ein Reisbällchen, soweit ich weiß. Ist in Japan ganz beliebt. Es hat es als Jumping Game geschafft. Dieses Game kostet 1,49, 1,50, ne? Wenn man es aufrundet. Kann gesteckt werden 8 Stacks, PS4, PS5, EU, US-Version, Asien-Version und japanische Version. Müssen wieder X gedrückt halten. Das ist die normale Version. Die Jumping Turbo-Version davon kommt am Sonntag. Das hier dauert hier ein bisschen länger. Ich glaube 2 Minuten 40 Sekunden. Das heißt, beziehungsweise 2 Minuten 39 Sekunden. Laut PSN Profiles. Genau. Glaube, das ist mal so tasty, super tasty. More super mega amazing tasty. So, jetzt gleich kommen Trophäen, wo uns gesagt wird, was es ist. Ja, genau, Ogani ist ein Reisbällchen. War ja richtig anscheinend. Sowas zum Beispiel. Oh, was für irgendwelche japanischen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Sind klar auf Englisch. Reis gemacht wird. Ja, sowas zum Beispiel kommt jetzt alles. In Japan wird es als schnelles und leichten Snack verputzt. Das ist schon 2000 Jahre alt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was das ist. Was ist Katsubushi and Combo? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Bambus. So, dann kamen jetzt hier noch die Platin. Ja, die Trophäen, das ist auch noch, ist jetzt schon verfügbar. Ich glaube, die ist immer so eine Woche online. Für Giveaways und sowas, glaube ich. Deswegen. Das heißt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr es am Release direkt holt. Trophäenliste ist anscheinend immer online. Aber es kann auch mal sein, dass es mal nicht der Fall ist. Also, das ist immer ganz, ganz selten. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen und dann bis zum nächsten Mal.